So, unsere Reise geht weiter. Wir stehen jetzt hier auf einem Stellplatz in Peñíscola, direkt in Strandnähe. Von dem Stellplatz haben wir jetzt noch nicht viel gesehen, weil wir haben jetzt hier einfach die erste Nacht verbracht und wir müssen den uns natürlich dann auch noch genauer anschauen. Aber jetzt haben wir erstmal vor, zur Burg hochzufahren, was für uns auf dieser Reise ebenfalls ein Highlight sein wird. Und vielleicht interessiert es euch, dann folgt uns einfach. So, da ist er, der Papa Luna. Da sitzt er, helles heimlicher Freund. Das habe ich schon immer gesagt. Also wenn ich das nächste Mal nach Spanien komme, ist der erste Ort, den ich besucht bin, ist Cola und der Papa Luna. Da gibt es eine hochinteressante Geschichte dazu. Denn ich habe ja schon in Avignon habe ich ja schon erzählt, dass der letzte Papst, der dort gewesen ist, das war eben dieser Papa Luna, ja. Damals hieß er allerdings noch Benedikt, und zwar Benedikt der 13. Und es war ja damals das große Kirchenschisma, ja, also das große Durcheinander, dass es drei Päpste gegeben hat, einen in Rom, einen in Pisa und einen eben in Avignon. Es kam dann zum Konzil von Konstanz, und das Konzil von Konstanz hat dann als erstes den Papst von Pisa, der ja auch dieses Konzil mit ins Leben gerufen hat, verhaftet, weil es ein Frauenschänder und ein Betrüger gewesen ist. Gab es damals also auch schon. Und der Päpst noch dazu, ja. Der ist dann eingesperrt worden. Und dann hat sich der König Sigismund, der Nürnberger König, hat sich dann den nächsten Papst vorgenommen. Das war der Benedetto, ja. Und ist nach Avignon bzw. auch nach Perpignan gereist, um den Papst zum Rücktritt zu bewegen. Der hat sich aber strikt geweigert, und so hat das etwas verarmte Königreich Aragon sich bereit erklärt, mit dem König Sigismund einen Deal abzuschließen, nämlich dass sie den Schutz des Papstes entziehen, wodurch er sich in Avignon nicht mehr halten konnte, und da hat er sich zurückgezogen nach Peñíscola. Er wurde vom Konzil von Konstanz abgesetzt, also von der juristischen Gewalt. Von Konstanz wurde er abgesetzt. Er war kein Papst mehr, aber wie ihr seht, er hat sich als Papst gefühlt. Er hat auch weiterhin Kardinäle ernannt, obwohl er kein Papst mehr war. Und er ist als Papst verehrt worden und wird immer noch als Papst verehrt. Es gibt hier eine Avenue Papa Luna, also Papst Luna. Luna ist ein bürgerlicher Name, ja. Mhm. Und Benedikt der 13., so war er als Papst. Er ist bis zu seinem Tod gefühlt Papst geblieben. Und ich habe auch, wie ich noch Stadtführungen in Konstanz gemacht habe, öfters mal Reisegruppen von Peñíscola gehabt.
Und wenn ich mit ihnen gesprochen habe, für sie war das der Papa Luna. Also sie haben den tatsächlich als Papst wahrgenommen und so wird er auch hier in Peniscola immer noch verehrt, obwohl er kein Papst gewesen ist. Mhm. Genau, schöne Geschichte. Schöne Geschichte, oder? Ja, und jetzt zeig mal dieses Gemäuer hier, da gehen wir jetzt nämlich gerade rein. Und der Papst Luna oder Benedikt XIII. Hat hier drinnen noch 12 Jahre gelebt, bis zu seinem, ich glaube, natürlichen Tode. Ja. Mhm. Das war übrigens schon vorher da, dieses Kastell, oder wie nennt sich das da? Ja, Kastell. Ja, und das war dann vom Templerorden. Also die Templer haben hier drin das gebaut, meine ich. Oder auf jeden Fall haben sie hier drin gewohnt. Mhm. Ja, und jetzt wollt ihr noch wissen, was eigentlich mit dem römischen Papst passiert ist. Ach ja, stimmt. Haben ganz vergessen zu erzählen. Ja. Ja, der hat gesehen, dass das Konstanzer Konzil keinen Spaß versteht und ist dann gleich von selbst zurückgetreten und hat dann auch das Ende des Konzils, was dann 1418 geendet hat, nicht mehr erlebt. Er war jetzt auch schon ein bisschen krank und am Konzil von Konstanz wurde dann ein neuer Papst gewählt, der Papst Martin. Martin. Ja, und der Papst Martin ging dann auch nach Rom als einziger Papst und das große Kirchenschisma war beendet. Aber er hier, der Luna, oder Benedikt, der hat hier weitergelebt und wie gesagt auch Kardinäle ernannt, aber er war nicht mehr anerkannt natürlich in der Kirche. Ja. Beschwert euch doch einmal über die Covid-Regeln in Deutschland, ja? Hier muss man sogar im Freien beim Meer Maske tragen und in 5 Meter Abstand ist keine einzige Person. Wir sind jetzt aufgefordert worden, nicht mehr zu filmen ohne Maske. Ja, genau, so ist es. Ich lach mal jetzt eins, aber das seht ihr nicht. Du hast deine Maske ganz komisch auf. Sieh sie an. Fliegen wir noch raus. Und das Erstaunliche ist, der Luna ist ja abgesetzt worden beim Konstanzer Konzil als Papst und er war auch gar nicht selbst in Konstanz, aber hier in seinem Palast ist ein Bild vom Konzil von Konstanz, was der Korrespondent und der Berichterstatter Riefenthal, der Chronist damals, ja, der Chronist, gemalt hat. Genau. Also schon faszinierend. Die wissen schon, die kennen die Geschichte genauer, wollen sie nicht wahrhaben. Also wir sind ja nicht so die Museumsgänger und auch nicht die alten Gemäuergänger. Aber in dem Fall muss man sagen, das lohnt sich wirklich, wenn ihr mal hierher kommt. Also man hat hier eine gigantische Aussicht und von der Historie brauchen wir gar nicht reden. Die ist natürlich äußerst spannend, ja. Aber die Aussicht ist schon gigantisch, weil sie muss recht geben, oder? Ja, ja. Ein super Blick auf Peniscola und natürlich aufs Mittelmeer. Ja, ja. Ganz schön. Und heute bei dem Tag sowieso, es ist nicht so heiß. Ja, und die Aussicht sieht mit Maske besonders gut aus. Ja, ist halt so. Muss man halt durch. Wird sich auch mal wieder ändern.
eine Hochzeit. Ja. Mann, das geht steil runter. Oh, die Uschi steht am Rand. Willst du da runter schauen? Na ja, ich muss nur die Brille halten. Ach, und ihr seht vielleicht, mach mal, hier gehen überall Treppen. Und das war, hat der Park anscheinend in einer Nacht alles alleine gebaut. So geht die Legende. Also jetzt könnt ihr den Wahrheitsgehalt selber nachprüfen. Und für die Fußkranken kann man sagen, es führt hier auch eine Straße rauf, da kann man mit dem Auto rauffahren und mit dem Fahrrad. Und wer so gut zu Fuß ist wie ich, der läuft da hoch. So, das war die Besichtigung des Castello. Und wir treten jetzt wieder den Rückzug an. Ja. Wenn wir das nächste Mal kommen, dann wissen wir, dass wir mit den Fahrrädern bis ganz hoch fahren können. Hab ja im Helle gesagt, er soll nachschauen auf seinem schlauen Navigerät. Aber hat er ja ein wenig falsch geschaut. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ach das, wir laufen ja, wir sind ja gut zu Fuß. Ja, ich schon. Nee, jetzt gehen wir wieder da durch, geht bergab. Ich glaube auch nicht so einfach dann für dich, aber vielleicht kann ich noch das eine oder andere nette Foto schießen. Dann hat es sich ja wieder gelohnt. Genau.
Also wir sind jetzt gleich hierher gefahren und da haben die Leute richtig Stress gemacht, weil wir die Kamera aufgestellt haben, wie wir beim Filmen, wie wir reinfahren. Ja, also ich weiß nicht, was er gedacht hat, als wir die Kamera aufgestellt haben. Auf jeden Fall ist vielleicht sie jetzt bis daher gelaufen. Wir machen Leuchtfeuer, ja. Keine Ahnung. Und dann, wie sie gesehen hat, dass wir nur filmen, dann ist es so weitergelaufen und hat rumgeschaut, als wenn sie das gar nicht interessieren würde. Also, ein bisschen komisch war es jetzt. Die waren schon bei der Einfahrt recht komisch. Mhm. Das ist also übrigens der Stellplatz direkt am Meer, am Strand. Und da ist schon eine Versorgung vorhanden, zwar nicht so optimal, aber sie geht. Ja, aber Strom habe ich nirgends gesehen, das scheint es hier nicht zu geben. Aber es war ruhig heute Nacht, also man konnte hier gut schlafen. Also wir wollten jetzt eigentlich nur eine Nacht da stehen bleiben, weil man steht da nicht schlecht. Aber das war uns jetzt ein wenig zu blöd und die uns habe ich schwach angeredet und das mag ich nicht sowas. Nö, und deshalb fahren wir jetzt einfach ein Stück weiter. Ja, genau, das stelle ich mir lieber irgendwo in die Botanik rein, ja. Das für eine Nacht, das ist kein Problem, weil da ist alles leer, da kann man überall stehen. Und ansonsten gibt es ja noch andere Stellplätze. Ja, eben. Aber da also muss ich jetzt nicht packen bleiben. Wir unsere Einkäufe ein, denn wir sind jetzt auch gerade noch vom Einkaufen gekommen. Die räumen wir jetzt alles ein und dann entsorgen wir noch, oder? Ja, und dann sehen wir weiter. Und dann fahren wir weiter. Wir wollten einen ausgewiesenen Stellplatz anfahren. Und als wir dort endlich angekommen sind, stellte sich heraus, dass der komplett voll belegt ist. Also hieß es weiterfahren. Aber das ist ja kein Problem, es gibt ja noch weitere Stellplätze und wir fuhren sofort den nächsten Stellplatz an. Allerdings gab es hier eine Eisenbahnunterführung mit einer maximalen Durchfahrtshöhe von 2,70 Meter. Das passt leider für unseren Gustl nicht. Also wieder umkehren. Noch ein netter Stellplatz in der Nähe, zumindest laut der App, die wir verwenden. Auch hier muss man zunächst einen Umweg fahren, weil die geplante Fahrstrecke nur für 3,5 Tonnen zugelassen gewesen ist. Aber als wir dann den Stellplatz erreicht haben, mussten wir feststellen, dass es eigentlich genau das ist, was wir nicht haben wollen, nämlich stehen wie die Ölsardinen. Nun, für eine Nacht, es war mittlerweile auch schon abends, haben wir das einfach akzeptiert und hingenommen. Die Nacht war trotzdem relativ ruhig, wir haben gut geschlafen. Am nächsten Morgen wollten wir aber unmittelbar weiterfahren, noch schnell die Versorgungsstation, die immerhin vorhanden gewesen ist bei diesem kostenlosen Platz, benutzt. Und dann ging es Richtung Alicante. Da haben wir einen Stellplatz am Meer in unserer App angezeigt bekommen, den wollten wir ansteuern. Endlich sind wir angekommen und zwar gerade noch rechtzeitig, es setzte nämlich Regen ein und mittlerweile war auch unser zweiter Scheibenwischer etwas nicht mehr hundertprozentig gangfähig, sodass wir froh waren, als wir den Stellplatz erreicht haben und tatsächlich kein schlechter Stellplatz, direkt am Strand mit Blick aufs Meer, allerdings die Wetterverhältnisse nicht so optimal, wie man sich's für Südspanien erhofft. Aber es kann ja alles noch besser werden. So, das war's jetzt erstmal wieder für dieses Video. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr bleibt weiter bei uns. Wenn wir hier weiterfahren, dann melden wir uns rechtzeitig vorher mit dem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch eine gute Zeit. Wir sind weiter in Spanien und hoffen auf besseres Wetter.